Okay, Gomme ist wieder down. Geh ich mal auf Revi. Ah, kann ich da ein bisschen Bedro schwitzen? Ja, okay, ist anders. Gibt es hier vielleicht was Neues? Rebo Skywars? Okay. Mal angucken. Seit wann gibt es hier auf dem Server Skywars? So, okay, schlechte Anmoderation fürs Video. Check. Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, gibt es jetzt hier auf dem Revi-Server auch Skywars. Ihr kennt es ja, man kann hier abstimmen. Und jetzt wurde ich gekickt. Aha. Also wie gesagt, ihr seht ja, hier gibt es schon Skywars. Und hier gibt es auch hier einfach eine Tierkiste. Einen XP-Block, wenn man den abbaut, bekommt man einfach Level. Und hier einen Effekt-Block, wenn man den halt abbaut oder sich draufstellt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Bekommt man einen Effekt, der kann positiv, aber auch negativ ausfallen. Und es ist einfach mega cool. Ich gehe auf den Server, zum Beispiel hier auf Revi bin ich jetzt, und dann werde ich direkt nach Party gefragt. Aber Leute, seid mir wirklich nicht böse, wenn ich mal irgendwie alleine spielen will oder so. Weil es ist natürlich auch cool, mit euch zusammen zu spielen, aber manchmal habe ich auch Bock, einfach alleine ein bisschen zu spielen. Also seid mir da auf jeden Fall nicht böse und ja. So, die Runde startet jetzt auch und ich habe ja nur das Starter-Kit leider. Weil, ja, hier gibt es noch nicht so lange Skywars und ich habe erst noch eine Runde gespielt. Und dann würde ich sagen, wir bauen mal hier den Block ab und wir bekommen, okay, es war jetzt unlucky, wir haben Blindheit bekommen. Aber hier seht ihr, wir bekommen Level, dann probieren wir es direkt nochmal und wir bekommen Lucky Island, nice. Und Stärke. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber ich versuche jetzt auch einfach mal zu Jump-Cutten. Und zwar für den, der es nicht weiß, was es ist. Ich versuche einfach nach jedem Satz einen Cut zu setzen. Heißt, ich sage jetzt hier was und dann sage ich hier auf der Insel zum Beispiel den nächsten Satz. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, ob es euch gefällt. Also mit reinschreiben meine ich natürlich in die Kommentare schreiben. Und hier können wir dann auch gleich, denke ich, abstauben. I'm at an all-time. Nice, das haben wir beide bekommen. Und ja, es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede hier zu dem Skywars und zu dem Skywars auf Gomme. Aber es ist natürlich auch ganz normal. Zum Beispiel kann man hier auch Bücher bekommen. Oder man bekommt natürlich auch ganz andere Rüstung. Und hier seht ihr auch, dass hier auch ein paar andere Unterschiede gibt. Und zwar gibt es hier auch Skillpunkte. Und zwar pro Kill bekommt man 0,5 Skillpunkte. Ist ein bisschen was anderes wie Coins, aber ich finde es ein bisschen verwirrend mit den Kommazahlen. Da könnte man ja auch machen, pro Kill bekommt man einen Skillpunkt oder so. Aber ist halt mal was anderes, finde ich auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber jetzt für den einen oder anderen, der etwas jünger ist und Minecraft spielt, ich meine, da gibt es ja auch ein paar, könnte das ziemlich verwirrend sein. Okay, jetzt sind wir hier unten, ich hoffe, okay, Übelkeit ist jetzt nicht gut. Bonusherz, perfekt. Die Übelkeit ist jetzt auch weg. Okay, nice, jetzt haben wir sogar noch Stärke bekommen. Haben wir ziemlich gutes Equip. Okay, jetzt sind wir leider tot, weil wir veraimt haben. Aber wir können natürlich auch easy eine neue Runde joinen, weil das spielen irgendwie nicht so viele Leute hier. Am Anfang dachte ich erst, dass vielleicht viele hier reducen oder so oder halt krass mit Bauarten und so rumschwitzen, aber ist eigentlich gar nicht so, weil der Revi-Server ist ja eigentlich für die Bad Wars-Szene bekannt. Also jetzt nicht unbedingt bekannt für die Bad Wars-Szene, aber viele, viele große YouTuber spielen ja hier drauf, die auch Bad Wars aktiv spielen. Wie zum Beispiel Client Mods, Poishi, Mini Meat Checker und wie sie alle heißen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Runde startet und hier denkt man vielleicht kurz, dass es irgendwie Deko sein soll. Okay, nice, jetzt haben wir hier Absorption bekommen. Hier bekommen wir Sättigung und nochmal Sättigung, sehr gut. Dann ist hier noch eine Kiste. Was mich jetzt vielleicht so ein bisschen stört, ist ganz einfach das, dass man da hier eben die Effekte bekommt. Ist ja alles schön und gut, aber es ist hier auf dem Server ausgestellt, dass man sich anzeigen lässt, welche Effekte man hat von Lady Mod aus, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, dann hat wenigstens jeder den gleichen Vorteil oder eben Nachteil. Ist natürlich ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich kenne es halt eigentlich nur, dass es oben steht. Zum Glück noch bekommen. Ich dachte echt schon, dass wir drauf gehen. Mir ist nämlich zu spät aufgefallen, dass ich kein Schwert hatte. Weil ich bin es ja noch von Gomme gewöhnt, einfach, dass ich mein Attentäterschwert schön ausgewählt habe. Wir werden uns dann auch gleich nach der Runde nochmal die Kits angucken, die es hier gibt. So, dann gehen wir jetzt auch mal in die Mitte. Was ich auch noch gut finde, dass eben die Maps nicht kopiert sind von Gomme. Wie zum Beispiel auf dem Crack-Gomme-Server sind natürlich die Maps kopiert, aber
Das ist ja auch mehr oder weniger eine Parodie von dem Server. Aber ich finde es gut, dass sie hier komplett andere Maps haben. Dann ist hier noch einer von Team Schwarz. Was ich auch noch cool finde, dass es ja auch einfach andere Blöcke gibt, womit man sich bauen kann. Hier zum Beispiel findet man den Ton, also halt den Blockton. Hat sich jetzt gerade ein bisschen komisch irgendwie angehört. So als würde man von Musik einen Ton finden. Aber ich denke mal, dass wir den jetzt hier bekommen werden. Nice, der hat auch schon irgendwie hier etwas unlucky Haftes bekommen. Und wir haben eben auch Bomben-Equip. Also ich denke, dass wir die Runde sogar reißen können, wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen. Ich wollte nur noch kurz angemerkt haben, für alle, die jetzt denken, dass ich jetzt nur noch hier auf Revi Skywars spielen werde. Das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich nicht so, weil Gomme ist einfach immer noch mein Lieblingsserver. Egal, was die anderen sagen. Skywars auf Gomme macht mir einfach am meisten Spaß und deswegen werde ich auch weiterhin darauf spielen. Natürlich jedem selbst überlassen, auf welchem Server er spielt. Gut ist halt einfach dafür. Also ich werde den Server natürlich auch nutzen. Gut ist natürlich, falls Gomme einfach down ist, dann kann man hier auch auf Revi Battle spielen. Weil sonst immer bin ich auf irgendwelche anderen Server gegangen. Aber da hat Skywars einfach nicht so viel Spaß gemacht. Was the prototype like 3 stacks on that? Okay, nice, wir haben jetzt auch direkt gewonnen. Die zweite Runde war es, glaube ich. GG auf jeden Fall. Was mich ein bisschen stört hier am Ende, und zwar wenn man einen killt, dass man so direkt in die Lobby teleportet wird. Das ist irgendwie immer so komisch und dann denkt man sich auch erst immer so, okay, bin ich jetzt irgendwie ausgetimt? Und naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal in der zweiten Runde. In der nächsten Runde natürlich. So, und jetzt wollte ich euch auch einfach nochmal die Lobby zeigen. Und zwar kennt ihr das ja vom Bad Boss von Revi. Hier einfach diese Teamauswahl. Dann gucken wir uns mal die Kits an. Und zwar gibt es hier das Kit Standard, das hat man ja immer ausgewählt. Das Kit Gärtner, Ritter, Bauer, Sprengmeister, Assassine gibt's auch noch, okay. Cowboy. Achso, okay, der Ritter hat hier eine Leine mit Rückstoß, Pferderüstung und ja, finde ich echt ganz cool. Könnt euch ja gerne selber mal durchgucken, was hier so gibt. Okay, Meister ist, glaube ich, so wie auf Gomme einfach Tank. Finde ich auch auf jeden Fall cool gemacht, dass man bei den Kits sieht, was man dann alles im Inventar hat. Bei Gomme natürlich einmal so angezeigt, wenn man mit der Maus drüber bleibt. Aber hier kann man einfach Rechtsklick drauf machen und dann sieht man das. Finde ich auch eine coole Variante. Weiß jetzt persönlich nicht, ob es hier auf dem Server auch in der Mitte irgendwie so Schneebälle gibt oder so. Aber ich bis jetzt noch keine gefunden. Okay, jetzt sind wir leider tot. Aber hat man das gesehen, wie ich so rumgezuckt bin, weil ich übel erschrocken bin? Okay, ich zeige jetzt auch einfach nochmal hier. Zum Beispiel gibt es noch 8x3er Map. Oder hier 8x2. Oder auch ganz klassisch 4x3. Aber hier 4x3 fühlt sich irgendwie nicht. Ich gehe jetzt einfach mal den 8x2 nochmal so Abschluss. Vielleicht haben es ein paar gehört, da wurde ich jetzt angestupst. Und ich bleibe auch immer einfach stehen und renne nicht direkt los, weil es ist einfach von Gomme gewohnt, dass man kurz noch in der Schutzzeit ist und sich daher nicht bewegen kann. Und ich check gerade nicht, wo hier die Kisten sind. Okay, da melden wir vielleicht noch was übrig gelassen. Nein, natürlich nicht. Okay, jetzt habe ich gerade Unlucky Minusherz bekommen. Das ist natürlich auch ziemlich blöd, wenn man dann immer ein Herz weniger hat. Was gilt ja nur für die Runde und nicht für immer. Man wird hier da noch was drin gelassen. Okay, immerhin ein bisschen was. So, das ist jetzt auch mal ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ist jetzt nicht so ein langes Video, aber ich denke, dass es noch unter der Woche kommt und nicht am Wochenende. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Ach ja, PS, ich habe auch noch Instagram. Also, wer mir da folgen will, guckt mal in die Videobeschreibung. Da habe ich meinen Namen hingepackt. Ciao.